Hier noch ein sehr interessantes Kuriosum. Also hier haben wir so ein paar Stämmchen, die hier halt aus dieser Stelle aus dem Boden kommen. An sich jetzt noch nichts Besonderes. Dass es so eine Mehrstämmigkeit gibt, das kommt hin und wieder ja mal vor. Ist jetzt nicht so dramatisch interessant. Und es handelt sich um, gut, ein bisschen zerfressen, aber trotzdem um Eiche. Ne? Okay, doch ein bisschen sehr zerfressen. Da kann man es, glaube ich, besser erkennen. Ja, also wie gesagt, hier Eiche. Da Eiche. Und jetzt das Kuriose. Das da und das da und auch das da. Und das da ist nämlich keine Eiche, sondern, die Blätter habe ich euch noch nicht gezeigt, das ist die Saalweide. Eine Weide mit den breiten Blättern, also für uns zum Flechten und zum, ja, ist für die meisten Survival-Anwendungen eben nicht so gut geeignet. Und die steht tatsächlich auch mal an Orten, an denen man eine Weide gar nicht vermuten würde, wie hier oben auf dem Berg. Habe ich beim Weidenvideo nicht dazu gesagt, weil das halt eher untypisch ist und die dann auch nur vereinzelt vorkommen und eben gerade die Saalweide für uns nicht besonders nutzbar ist. Jedenfalls hat sie eben diese elliptischen Blätter mit der ganz hellen, typischen Blattunterseite, ganz charakteristisch. Und die sind in der Regel auch fast immer mehrstämmig, so wie das hier der Fall ist. Ja, hier kann man auch nochmal die Blätter schön erkennen. Das sieht auch schon so ein bisschen weidiger aus. Wenn ihr euch mal die Struktur von diesen Zweiglein hier anguckt, das ist dann doch schon wieder so ein bisschen weidenartig, ne? Also ich hoffe, man kann da eine Verwandtschaft zur Weide erkennen. Wenn nicht, müsst ihr es mir so glauben. Aber das eigentliche Spannende daran ist, dass hier ist eine Kombination, eine Verwachsung aus Weide und Eiche. Die teilen sich ja quasi den kompletten Wurzelraum und hängen auch irgendwie aneinander. Wahrscheinlich sind die sogar ineinander verwachsen und teilen sich auch den Wasserhaushalt, den Nährstoffhaushalt und sonst was. Solche Symbiosen mehrerer, zweier verschiedener Baumarten oder sogar von drei verschiedenen Baumarten, die sich irgendwie einen Platz teilen und miteinander verwachsen sind, sind noch relativ wenig erforscht. Daher ist es jetzt schwierig, dazu großartig was zu sagen, aber wir wissen, dass es auch innerhalb von einem Baumbestand, also sagen wir mal so ein Hektar Buchenwald oder was, wenn da irgendein Käfer kommt, der jetzt an der äußersten westlichen Buche knabbert, dass die Bäume dann irgendwie in der Lage sind, über ihr WWW, ihr Wood Wide Web, also irgendwelche Wurzelnetzwerke, irgendwelche Wurzelverwachsungen, alles noch nicht so hundertprozentig erforscht, aber wir wissen, dass sie irgendwie in der Lage sind, dann Hormone loszuschicken, die in kürzester Zeit bei der Buche ganz im Osten ankommen und der Buche ganz im Osten sagen, Achtung, Käfer im Anmarsch, könnten noch mehr werden, bereite dich mal lieber vor. Sowas gibt's. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Buche, das war jetzt nur einfach mal als Beispiel, aber sowas gibt es definitiv, aber man weiß noch nicht so hundertprozentig, wie funktioniert das, wozu ist das gut, was ist da so der ökologische Sinn dahinter. Naja gut, der ökologische Sinn wird wohl irgendwo natürlich da zu finden sein, dass dann der ganze Waldbestand quasi besser geschützt ist, aber im Prinzip hat ja das Buchenindividuum im Osten nichts, im Westen nichts davon, das Buchenindividuum im Westen zu warnen, eigentlich. Da geht es dann tatsächlich einfach um die Bestandeserhaltung. Meine Theorie, dass es halt einfach für die Buche dann besser ist, wenn sie weiß, es sind dann noch andere Buchen da, selbst wenn ich jetzt das Zeitliche segne, weil ich von diesem ganz bösen Käfer hier angefallen werde. Und die können wenigstens dafür sorgen, dass das hier weiterhin Buchenwald bleiben wird. Meine Theorie. Aber das ist noch ganz wenig erforscht und unglaublich faszinierende Sache und was ich den jetzigen Forst-Erstsemestern oder sonstigen Zweitsemestern, Drittsemestern oder sonstiges junges Gemüse sehr ans Herz legen möchte, falls sie mal zugucken. Ein paar gibt es, die das tun, weiß ich. Dass sie sich in dem Bereich doch mal ein bisschen schlau machen mögen und vielleicht auch forschungstechnisch irgendwie in dem Bereich gehen wollen. Mich würde es interessieren, wenn ihr da irgendwas rausfindet, erzählt es mir. Ja, dann kommen wir mal zu dem faszinierenden Moment, wo ich in der Blockschutthalde drin stehe. Man spricht auch von Blocküberlagerung oder ich glaube Blockgeröllhalde, Blockschuttwald. Ich suche mir mal einen korrekten Begriff aus und schreibe ihn euch hier unten hin.
Jedenfalls ist so eine Blocküberlagerung, so eine Blockhalde, Blockschutthalde, ich nenne sie jetzt einfach mal im weiteren Verlauf des Videos so, einer dieser 10% der Flächen, an denen dann halt eben auch kein Wald steht. Nicht nur keine Buche, sondern überhaupt kein Wald. Und ich zeige euch jetzt auch mal warum. Also hier seht ihr, dass zwischen den einzelnen Blöcken noch ein gewisser Anteil an Feinboden da ist. Es gibt also Boden zwischen den Blöcken und Wurzeln haben also eben Feinmaterial, in dem sie sich festhalten können. Was eine Wurzel nicht kann, ein Moos hingegen sehr wohl, ist sich ja direkt an so einen Fels krallen. Zu den Moosen habe ich euch ja im Moosvideo entsprechend was erzählt. Ich stelle übrigens gerade fest, ich hätte hier hingehen sollen, um euch was zum Moos zu erzählen. Hier hat es jede Menge davon. Und das ist auch ganz typisch. Sowas hier, ein Bereich, der für den Wald halt eben schwierig ist, der überhaupt für die meisten Pflanzen schwierig ist, weil es einfach an Boden mangelt. Ein bisschen was ist da immer wieder dazwischen und dann ist halt da mal so ein bisschen die Champsia flexuosa zum Beispiel da dazwischen. Wobei ich da jetzt nicht hingegangen bin und mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob das die Champsia flexuosa ist, aber wahrscheinlich ist es das. Das Borstgras. Wie dem auch sei, jedenfalls da hinten könnt ihr sehen, also erstens mal einen Finger in groß und zweitens, da ist tatsächlich überhaupt keine Vegetation mehr zwischen den Steinen. Ich will da jetzt nicht hinlaufen, um eben dieses sehr empfindliche Ökosystem nicht noch mehr zu stören, als ich es eh schon getan habe, dass ich hier drin stehe. Aber das wäre tatsächlich eben eine dieser typischen waldfreien Flächen, die es dann so wenige gibt in Deutschland, natürlich gesehen. Die Schwerkraft ist natürlich dafür verantwortlich, dass solche Steine nur von oben kommen können. Und das ist hier natürlich auch der Fall. Die purzeln da fröhlich den Hang runter und landen dann hier unten entsprechend. Wichtig ist dabei, solche Steine durch Frostsprengung gelöst werden. Was ist Frostsprengung? Das zeige ich euch mal anhand eines Steins. Hier haben wir einen Stein mit einem Riss. Jetzt regnet's. Dann läuft natürlich das Wasser auch in diesen Riss. Und jetzt ist Winter und es gefriert. Und was tut Wasser, wenn es gefriert? Es dehnt sich aus. Und was passiert dann? Es sprengt den Stein in zwei. Dabei können extreme Kräfte entstehen und halt eben das Absprengen solcher Steinblöcke wie diesem hier oder diesem da oder diesem ist problemlos möglich. Überhaupt kein Problem für die Kräfte der Natur, wenn man es esoterisch sehen möchte. Aber jetzt bei den meisten dieser Blockhalden ist es so, dass diese Frostsprengung in der Regel nur dann so richtig gut funktioniert in einer Periode, in der es so richtig kalt ist und das Wasser wirklich bis in den Stein rein gefriert, weil so ein Stein heizt sich in der Sonne ganz gut auf, kühlt dann zwar auch wieder ganz gut ab des Nachts, aber es reicht eigentlich nicht, dass es im Stein so richtig, richtig kalt wird und Wasser, das in den Stein fließt, hat es da erstmal ganz warm und kuschelig, wenn man so möchte. Daher ist in unserer aktuellen Warmzeit, die ja immer wärmer wird, Frostsprengung sehr selten geworden und findet nicht mehr im großen Maße statt. Das ist ein Grund dafür, dass man da bei den meisten dieser Blockhalden davon ausgehen kann, dass die noch eine Relikte aus der Eiszeit sind und seit der Eiszeit hier tatsächlich so rumliegen. Bei dieser Blockhalde bin ich mir nicht ganz sicher, aber es gibt definitiv ein paar Blockhalden, bei denen das so ist. Man hat also wirklich so ein Relikt aus der Eiszeit und das Interessante ist, dass unterhalb der Blockhalde auch noch Eiszeitklima herrscht und man da Arten findet, insbesondere zum Beispiel Pflanzen und auch ein paar Käfer, lustigerweise, auch hier, die es nirgendwo sonst gibt und quasi wirklich als isolierte Population, die keinen Genaustausch mit anderen Vertretern dieser Käferart hat, weil die nächste Käfer, die es davon vielleicht gibt, sind an der nächsten Blockhalde, die sonst wo sein kann. Und das ist also eben diese ganz isolierte Inselpopulation, ist was ganz Faszinierendes und natürlich auch extrem schützenswert, weshalb man hier auch nicht rumkraxeln sollte, weshalb ich auch nur ein ganz kleines bisschen hier reingelaufen bin und eigentlich ist auch das schon verboten, aber das tue ich jetzt halt einfach mal euch zuliebe, damit ich euch das Ganze mal ein bisschen zeigen kann und hier meinem Bildungsauftrag gerecht werde. Ich hoffe, diejenigen, die hier für die Verwaltung zuständig sind, sehen mir das nach, sollten sie jemals dieses Video gucken. So, jetzt habe ich gerade behauptet, wir haben hier so ein eiszeitliches Klima. Jetzt kommt der Wind und man versteht mich nicht. Ja, wie gesagt, eiszeitliches Klima mit Wind und ja und kalt und so und sich im Wind bewegenden Blättern. Hier gibt es auch Birkenrinde. Lassen wir aber schön hier, weil man soll hier keine Pflanzenteile mitnehmen. Also lassen wir das schön sein.
Gut, jetzt kann ich euch nochmal erklären, wo hier bitte das Eiszeitklima herkommen soll, was hier an diesen Reliktstandorten noch herrscht. Es ist ja so, dass oben auf dem Berg eine schön exponierte Lage ist und sich die Luft da sehr schnell abkühlen kann, wenn es dann kälter wird. Das gilt auch im Sommer. Und kalte Luft macht Folgendes, sie steigt nach unten, beziehungsweise fällt nach unten. Das weiß jeder, der mal so ein ganz kleines bisschen das Wetter sich angeguckt hat oder Physik. Und das ist jetzt die Folge davon, dass die kalte Luft eben nach unten sinkt, dann sinkt sie natürlich den Hang hinab. Und was ist am Hang? Das da! Und das da hat jetzt halt die wunderbare Eigenschaft, jede Menge Poren zu haben, die runterreichen bis in vielleicht 12 Meter Tiefe, wenn es dumm läuft. Könnte durchaus sein, könnte sogar noch tiefer sein, könnten auch nur 8 Meter sein, das würde aber auch schon reichen. Das führt aber jedenfalls dazu, im Gegensatz zu einem normalen Hang, an dem die kalte Luft am Hang entlang gleitet, nach unten ins Tal und dass sich dann halt dann irgendwann auch mal wieder aufwärmt, beziehungsweise raus aus dem Tal bis in die nächste Ebene und sich da dann wieder aufwärmt. Das kann hier nicht passieren. Weil hier kann sie ja nicht den Hang entlang gleiten, sondern fließt in den Hang hinein. Was dazu führt, dass wir da unten also quasi einen ständigen Kaltluftzufluss haben, unten in den Steinen quasi. Und das führt dann nicht selten dazu, dass da unten sogar noch mal eine Eislinse entsteht, die selbst mitten im August, selbst hier in Süddeutschland, nicht ganz abtaut. Ich weiß nicht, ob hier eine ist, aber vorstellbar wär's. Wir haben also unten in so einer Halde quasi ein Kaltluftdepot, das immer wieder von frischer kalter Luft gespeist wird und durch das Eis, was da halt möglicherweise ist, sozusagen diese Kaltluft super toll speichern kann. Und die fließt unten aus der Halde dann die ganze Zeit raus, weil die Kaltluft fließt ja weiter bergab und diese Halde ist ja wie gesagt eine sehr lockere, porenreiche Geschichte und da kann sie dann unten rausfließen. Und dieser Kühlungseffekt durch diesen ständigen Abfluss von kalter Luft ist tatsächlich so stark, dass am Fuß einer solchen Schutthalde, wahrscheinlich halt eben nicht bei dieser hier, aber bei vielen großen, es gibt zum Beispiel einen am Feldberg im Südschwarzwald, tatsächlich ein Klima herrscht, das so ganz speziell nur an dieser Stelle vorkommt. Man spricht auch von azonalem Klima und sowas führt immer auch zu azonaler Vegetation, also die von der Zone, in der man sich eigentlich befindet, nämlich die kühlgemäßigte, unabhängig ist und innerhalb dieser Zone einen Sonderstandort ausmacht mit besonderem Mikroklima. Und das ist halt eben da unten der Fall und führt dazu, dass da Dinge vorkommen an Tieren, Käfer, Pflanzen, Moose, die man sonst eigentlich bloß in Skandinavien, und zwar schon im nördlicheren Skandinavien oder eben in den Alpen auf entsprechender Höhe findet. Und diese Dinger haben jetzt halt einfach keine Möglichkeit mehr, an diesem Punkt mehr wegzukommen und aus dieser Kaltluftsenke da quasi, weil sie können sich ja nicht irgendwo anders hin ausbreiten. Wenn das möglich wäre, dann gäbe es sie ja überall. Da werden sie einfach von den mehr an Wärme angepassten Arten zu sehr konkurrenzdruckmäßig ausgemerzt und müssen quasi an dieser Stelle bleiben. Und zum letzten Mal hatten wir eben Bedingungen, an denen es kalt genug war, dass sich solche Arten noch ausbreiten konnten und quasi fortbewegen konnten, wenn man so will, zur Eiszeit. Wir haben hier also wirklich Eiszeit-Reliktstandorte in diesen Schutthalden und ganz faszinierend finde ich das, weil man kann sich dann quasi so ein bisschen vorstellen, man hockt jetzt hier so in einem Rest Eiszeit. Unveränderte, das ist der Knackpunkt, unveränderte Eiszeitlandschaft und sogar noch mit so ein bisschen Eiszeitvegetation. Wobei die Vegetation natürlich aus der auslaufenden Eiszeit irgendwo noch stammt. Aber trotzdem ist es so ein bisschen so Rest Eiszeit. Wer also ein bisschen Eiszeit haben will, soll sich mal unten an die Schutthalde mehr hocken. Man kann diesen Kaltluftabfluss bei großen Schutthalden, wie gesagt, die da nicht hier, ich habe halt leider gerade keine griffbereit, außerdem kommt man hier nicht unten ran, da kann man das sogar richtig spüren, dass da die kalte Luft rauskommt, quasi aus dem Berg und einem entgegenpustet. Kann man wirklich merken, insbesondere wenn es sonst eigentlich warm ist, spürt man diesen Kaltluftabfluss sehr gut. So, aber jetzt haben wir an dieser Stelle wirklich genug gelabert. Oh, doch, eins noch. Im Winter gibt es einen umgekehrten Effekt. Da ist die Luft, die quasi in der Halde drin ist, wärmer, weil näher am Erdmittelpunkt, wärmer, weiter weg von der kalten Atmosphäre und ist dann damit wirklich sogar wärmer als die Umgebungsluft. Und die Luft, die dann quasi in das Ding, dann haben wir quasi den gegenteiligen Effekt. Die kalte Luft kommt nicht unten raus, sondern
sondern die warme Luft weht oben raus, weil alle Luft, die in der Halde landet, da drin aufgewärmt wird und als warme Luft dann absteigt. Man findet dann demzufolge an so einer verschneiten Schneehalde im Winter im oberen Bereich teilweise so ein 5, 6, 7, 8 Meter breiten schneefreien Bereich, der dann quasi der Warmluftaustritt ist. Und an dem Punkt ist es dann wirklich schneefrei, selbst wenn die Umgebung eben verschneit ist, weil da ständig die warme Luft hochdampft. Aber nur bei großen Halden und nicht hier, deshalb kann ich euch das leider nicht zeigen, muss euch das jetzt theoretisch erklären. Und aus Naturschutzgründen will ich hier auch nicht weiter drin rumrennen, sonst könnte man es auch nochmal besser erklären. Aber ja, davon abgesehen ist es halt auch echt gefährlich, mit diesen ganzen losen Blöcken da drin rum zu spazieren. Nee, muss man nicht unbedingt machen. Vielleicht noch als kleine Ergänzung zum Moosvideo, wenn man so will. Hier kann man sehen, wie Moos Boden entstehen lässt. Moos ist also die Primärpflanze, die es überhaupt höheren Pflanzen überhaupt erst ermöglicht, irgendwo wurzeln zu können, weil irgendwo müssen die ja Boden herhaben. Gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein Boden entstehen kann, aber aus so einem Felsklotz, auf dem ja eine höhere Pflanze nicht leben kann, weil sie nichts hat, wo sie ihre Wurzeln reinschlagen kann. So ein Moos hingegen schon, da wäre jetzt das Moos quasi so der Primärbodenproduzent, wenn man so möchte, nämlich indem es stirbt. Denn wenn man jetzt hier den Moosteppich ein wenig anhebt, ich setze ihn nachher auch wieder drauf, stellt man fest, oder drunter ist ja Dreck. Und Dreck ist nichts anderes als Boden, ein sehr humoser Boden und ein sehr initialer Boden. Aber dieses bisschen, was da jetzt schon an Boden da ist, das ist im Prinzip aus abgestorbenem Moos und dem besteht, was das Moos durch seine Säuren, die es abgibt, aus dem Stein gelöst hat. Ein Material, also wir haben jetzt hier quasi so ein Kombi, also ein Kombi-Dreck aus totem Moos und ein bisschen Steinmehl, was halt eben das Moos vom Stein gelöst hat. Und das ist halt so ein ganz, 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 ganz dünne Schicht Boden. Und da drin kann jetzt auch eine normale Pflanze Wurzeln anlegen, die kein Moos ist. Und das ist hier ja auch schon ordentlich passiert, ne? Da haben wir die Heidelbeere draufsetzen. Also wann immer so ein Schuttblock irgendwo mal liegt, ist da automatisch kein Boden drauf. Ein Boden, der auf einem Block liegt, muss sich erst bilden und daran ist maßgeblich unser liebes Moos hier beteiligt. Jetzt geht's aber mal weiter, sonst bin ich hier morgen noch unterwegs. Und jetzt wieder übrigens ganz seriös auf dem Weg, ne? Also das war nur so ein ganz kleiner Abstecher, damit ich euch das halt mal zeigen kann, im Dienste der Wissenschaft sozusagen. Also ich weiß natürlich alles, was ich euch erzähle, nur weil ich hier eben schon mal rumgelaufen bin und all diese Schilder hier gelesen habe. Und ich erzähle euch im Prinzip nur, was da draufsteht. Mhm, ganz genau.